Jetzt kommen wir mal zu der großen Frage. Alle sind gut drauf, allen geht's gut. Er möchte ein Geschäft eröffnen. Ich gehe mal über das Telefon. Restaurant kaufen. Ich bin gespannt, wie das geht. Das Telefon wird gewählt. Es wird sich nochmal gekratzt und es geht los. Restaurant kaufen mit Wassersuppe. Budget 1734 Euro. Beziehungsweise Euro nicht, sind ja Sim-Dollar. Aber egal. So, wir wollen ein kleines Restaurant machen. Das würde ich gerne wirklich in Wittenburg eröffnen. Und ihr habt schon gesehen, es gibt da ganz viele Möglichkeiten, wo man das macht. So, mitten im Nirgendwo der Sommersitz. Ah, und jetzt das auf, was ich befürchtet habe. Guckt mal die Preise. Wenn ich hier schon ein Restaurant eröffnen möchte mit 1500, ich habe 1700, das ist schön, wird nichts werden. Aus dem ganz einfachen Grunde, wie soll er da noch ein Haus bauen? Er hat ja dann gerade mal 250 Sim-Dollar noch und die reichen nicht aus, um überhaupt irgendwas zu bauen. Deswegen, das wird nichts. Okay, netter Plan. Aber das bedeutet, der gute Kunibert wird das im Hinterkopf behalten. Er will Geld haben. Und sobald er genug Geld hat, dann wird er sich ein Restaurant leisten. Denn das ist sein Ziel. Und sein Junior, sein kleiner Sohn, soll dieses Restaurant früher oder später einmal erben. Aber das bedeutet im Umkehrschluss, er muss erstmal, ja, klein anfangen. Und zwar wird er lecker maul. Jeder kann zu Hause ein Essen oder ein Getränk zubereiten. Die Gastronomiekarriere ist ideal für alle, die einen Schritt weitergehen und Simmelons damit verdienen möchten. Berufszweig Koch und Mixer nehmen wir. Ich wusste aber gar nicht, dass es diesen Berufszweig gibt. Denn in dem Fall... In dem Fall überlege ich gerade, wie ich das mache. Ich würde sie nämlich gerne in Richtung Kellner machen. Aber das Witzige ist, ich habe gelesen, dieses Ding mit Restaurant führen bedeutet, du kannst leider nicht als Koch in deinem Restaurant arbeiten oder als Kellner in deinem Restaurant arbeiten, sondern du kannst das Restaurant wirklich nur leiten. Ja, du bist dann der Manager, mehr nicht. Du brauchst Angestellte, also Kellner und Köche und so weiter, die werden angestellt. Aber das sind nicht Sims, die du hier aktiv spielst. Ja, also das geht nicht. Du kannst keine aktiv gespielten Sims als Angestellte haben. Zumindest momentan wohl nicht. Ich habe es noch nicht getestet. Scheint nicht zu gehen. Also deswegen, es wäre für mich auch ein Test, wie das funktioniert. Im Umkehrschluss ist es so, dass ich gerne so eine Familie, so eine Kochfamilie, so eine Restaurantfamilie haben möchte, ja, sage ich mal. Und das bedeutet, ich würde sie gerne in Richtung Kellner machen lassen und ihn dann, eigentlich ist es gerade falsch rum, ne? Ihn in Richtung Manager und sie in Richtung Kellnerin. Wir gucken mal, ob es geht, ob wir den Job ändern können. Was passiert denn, wenn sie einen neuen Job sucht? Ja, wir gucken uns das mal an. Vielleicht können wir die Berufe einfach mal kurzzeitig umdrehen. Mal gucken. Leckermaul, genau. Das sollte sie werden. Genau. Und damit gibt sie den Job als Poststellenkraft auf. Genau. Genau. Und ihn hier würde ich ganz gerne... Ich könnte ihn jetzt natürlich auch in der gleichen Branche lassen, wie das, was er gerade macht. Ja, Problem ist bloß, ich möchte auch ein bisschen Abwechslung drin haben. Ne? Wenn die beide genau die gleichen Jobs machen, haben sie genau die gleichen Arbeitszeiten, genau die gleichen Aufgaben, die sie erfüllen müssen und so weiter und so fort. Und das ist ein bisschen blöd, weil das überschneidet sich zu sehr. Deswegen mache ich ihn in eine andere Geschichte. Ich nehme für ihn das Business. Er soll ja später auch das Restaurant leiten. So. Dann haben wir's. Und dann gucken wir uns mal an. Wann müssen wir denn los? Sie muss heute um 16 Uhr zur Arbeit. Er am Montag um 9.
Das bedeutet, heute wird sie das erste Mal schon neues Geld reinbringen, wenn auch nur ganz, ganz wenig. So, und er hat schon einmal einen liebevollen Kuss ihr zugehaucht. Und er möchte eine Popcornmaschine haben. Super Idee, aber nein, das werden wir ihm natürlich jetzt nicht geben. Warum sollten wir auch? Also deswegen alles nacheinander, alles mit der Zeit. Erstmal müssen wir gucken, dass die natürlich... warum gucken die eigentlich in Kindersender? Komm, komm. Die Heimkehr des verlorenen Hundes wird jetzt geguckt. Und... vielleicht kann sie ja mal ein wenig mit ihrem Ehemann... Was ist denn das? Oh, sie kann da mitgucken. Sehe ich gerade. Und während die beide gucken, können die ja vielleicht auch mal ein bisschen rumschmusen. Geht das? Oh, cool. Geht. So. Ne? Junior ist da hinten beschäftigt mit dem Baden. Ne? Und ich muss mal kurz gucken. Also ich möchte hier nämlich die Werte... nicht runterrauschen lassen, denn sie sind ja noch relativ gut gelaunt, sind in einer guten Beziehung, also deswegen, das passt schon alles. Das Programm hat in der Hinsicht relativ gute Startwerte, wobei, ah ja, der Junior hat besseres Verhältnis zu seiner Mutter als zum Vater. Naja, was soll's. Das werden wir noch verbessern, das werden wir noch ändern. So, was mir natürlich jetzt wirklich fehlt, ne, der Junior soll doch eigentlich ein bisschen sportlich werden, der soll doch trainieren. Und beim Trainieren habe ich jetzt das Problem, dass ihm natürlich die Kletterstange fehlt. Und so eine Kletterstange gibt es als Outdoor-Aktivität, ich muss bloß mal gucken, wo. Nicht unter draußen. Es sei denn, es läuft hier drunter, unter Kinderzimmer, aber es wäre jetzt auch ein bisschen merkwürdig. Nein, läuft es nicht, aber unter Aktivitäten und Fähigkeiten, da weiß ich nämlich, es gab hier irgendwo das große Klettergerüst. Und das Klettergerüst ist leider viel zu teuer, dass ich das jetzt so spontan mal kaufen will. $800 machen wir nicht. Deswegen werde ich mal hier rauszoomen. Warum zoome ich raus? Denn... normalerweise gibt es in der Nähe Spielplätze, die es hier nicht gibt. Ich bin an eine Ecke gezogen, wo der Junior nicht spielen kann. Was im Umkehrschluss bedeutet, Mami, Papi, ich reise mal mit dem Kleinen einfach mal in einen Park, um dort den Spielplatz zu besuchen und Freunde zu finden. So, wo gibt's denn hier einen schönen Park? Der Hasenbau gleich um die Ecke. Ja, und ihr seht, das war auch ein ganz großes Manko im Programm. Es gibt Ladezeiten. Also sobald man das eigene Grundstück verlässt und auf ein anderes Grundstück möchte, kommen immer Ladebalken. Das ist leider nicht zu vermeiden. Je nachdem, wie schnell euer Computer ist, sind die natürlich kürzer oder auch länger. Und da liegt schon mal einer auf der Straße. Kann er machen. Kann er machen. So, und wir machen jetzt mal ein bisschen Spielen. Ich hoffe, dass hier auch andere Kinder kommen werden, die mitmachen werden. Denn unser kleiner Junior braucht mal ein paar Freunde. Guck mal, da ist schon einer. Da ist ein kleines Junior-Kind. Hi. Hallöchen. Genau. So, oh, der fühlt sich unwohl. Und wir haben die Motorikfähigkeit erworben. Friedrich kann auf dem Klettergerüst spielen und am Computer tippen üben. Super. Aber was hat denn Mike? Mike sieht traurig aus, der Arme. So. Na, Mike? Wie geht's denn so? Ich mach mal eine Grimasse. Vielleicht hättet dich das auf. Komm. Ich finde dich nämlich ganz nett.
Er möchte schelmisch sein. Okay, wir machen das mal. Und zwar, Comicfiguren kommen immer gut. Was? Wie? Ach so. Ja. Danke für den Witz. Oh, komisch. Schlagfertige Antwort. Der Junge ist genial. So, Witz über ekliges Essen machen. Das, was es heute Morgen bei meiner Mutter gab, so in der Richtung, ne? Das erzählt jetzt der kleine hier. Der Friedrich, der erzählt jetzt ganz schlechte Sachen. Das war echt ekelhaft heute. So, ah ja, wo geht der hin? Spielen wir zusammen? Weltraumforscher, komm, wir spielen mit. So. Ein bisschen Spaß muss sein. Und das wird es auch. So, und natürlich werden wir hier in den unendlichen Weiten des Alls irgendwo etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges finden. Und was war denn das gerade für eine Meldung? Derzeit benötige ich keine Pflege. Keine Pflanze pflege. Was? Was wollte mir? Naja, ich frag lieber nicht. Die Meldung war jetzt richtig gut gerade. So, und rein theoretisch kann man auch zu seinen anderen Sims umschalten. Problem ist nur, wenn man das macht, landet man wieder in einer Ladegeschichte. Und deswegen ist die Sims 4 mehr darauf ausgelegt, dass man nicht mehrere Sims gleichzeitig spielt, sondern sich eher auf einen Sim konzentriert und den dann spielt. Wobei ich auch sagen muss, das ist nicht weiter schlimm. Also, wer jetzt denkt, oh verdammt, ich wollte doch aber so eine schöne große Familie haben, mit der man alle gleichzeitig spielt. Ach, wisst ihr was? Konzentriert euch einfach auf einen und wechselt die Figuren so pro Tag. Das macht viel mehr Spaß, dass man sagt, okay, heute spiele ich hier mal mit Friedrich, morgen spiele ich die Cassandra und übermorgen spiele ich den Kunibert und so weiter und so fort. Also deswegen, das ist alles ganz, ganz, ganz einfach und das relativiert sich eben auch, wenn man dann eben hier ein bisschen länger spielt. Die Abwechslung macht ja auch Spaß. So, wir sehen... Übrigens hier als Tooltip, Tagesaufgabe, Essen zubereiten, Getränke mixen, nicht begonnen. Sie muss also kochen und Getränke mixen, damit sie in ihrem Beruf schneller vorankommt. Und er muss Berichte ausfüllen. Berichte ausfüllen? Wie macht er denn das? Ich habe keine Ahnung, wie er das macht, aber irgendwie macht er das. So, und unser Kollege hier macht mal kurz was auf der Toilette. Der ist kurz mal auf die Toilette gegangen, kommt dann gleich wieder und dann spielt er hier mit dem lieben Mike weiter. So, mit dem können wir dann mal ein bisschen rumblödeln. Na, guck mal, hier. So, blödel mal ein bisschen rum. Und es ist auch schon wieder 17.35 Uhr. Die Tage gehen hier verdammt schnell vonstatten. Ist ja auch nicht schlecht, ist ja sehr gut. Und Tag- und Nachtwechsel ist ja auch drin, also deswegen kein Problem. So, und die kreativen Talente von Friedrich entwickeln sich gut. Moira, hallo? Ja, wer ist denn sie und warum redet sie mit kleinen Kindern? Hallo? Na? Was möchtest du denn von uns, große Dame? Uns geht's gut. Ach, sie ist ein guter Mensch. Sie ist freundlich, hoffe ich. Und die Lichter sind angegangen. Um 18 Uhr hat die Stadt die Beleuchtung angemacht. Das ist immer schön. Ja. So, was sollen wir denn eigentlich machen? Ach, ich kann mal einen Witz erzählen. Machen wir einfach mal lustig. Ups. Einen lustigen Witz. Ich parodiere mal jemanden. Ich weiß nicht wen, aber... Du, pass mal auf. Komm mal her. Der da, der hat das gesagt. Und das war ganz witzig. Und jetzt lachst du gleich, weil das war super. Ja. Siehst du? Toller Witz. Ja. Ich finde es immer so niedlich, worüber die hier reden oder nicht reden. Und das ist so putzig, was mir gerade einfällt. Cassandra ist gar nicht zur Abt gegangen. Muss sie das heute noch nicht? Ich kann ja mal gucken. Sie beginnt am Sonntag um 16 Uhr. Oh, das ist erst am nächsten Tag. Also sie musste heute noch gar nicht arbeiten. Also morgen. Morgen werden dann, wird sie dann das erste Mal arbeiten dürfen. Und der gute Kleine hier, naja, er spielt noch eine Runde. Komisch ist, dass es hier gar nicht mehr Kinder gibt.
Ich hätte jetzt gedacht, dass es noch den ein oder anderen kleinen Jungen gibt oder so. Aber nein, ist momentan nicht vorhanden. Was soll's? Okay. Dieser Spielplatz ist übrigens schon von Anfang an, soweit ich weiß, im Spiel drin gewesen. Ich gebe zu, am Anfang habe ich gar nicht mit einem Kind gespielt. Also ich hatte erstellt eine Familie, wobei, nee, stimmt nicht, ich hatte gar nicht eine Familie, ich hatte eine WG gegründet. Und naja, die haben sich dann praktisch die Welt angesehen, weil das Witzige ist, mein allererster Sim, ich gebe es zu, jetzt kommt eine Story aus den alltäglichen Geschichten aus Die Sims 4. So, ganz ehrlich, es wird schon spät, Mike. Ich muss gehen. Deswegen, Friedrich verabschiedet sich jetzt und geht mal nach Hause. So, aber trotzdem, die Geschichte aus dem Alltag eines Sims. Mein allererster Sim 4-Charakter, den ich hatte, der war alleine. Ja, der bewohnte alleine eine wunderschöne Villa. Na gut, ein mickriges kleines Haus mit einem kleinen Bett, mit einem Tisch und einem Fernseher. Er war lebhaft, er war freundlich, er war gesellig und er war ordentlich. Und jetzt kommt das Problem. Er hatte kein Geld. Ich habe mich noch nicht so richtig zurechtgefunden. Ich habe versucht, irgendwie auf die richtige Bahn zu kommen. Ich habe versucht, den Sim so weit wie es geht irgendwie über Wasser zu halten. Aber naja, wie es so ist, es ist halt so, der Sim war ziemlich pleite. Er konnte sich daher nicht viel leisten und das, was er sich leisten konnte, war, naja, ich sag jetzt mal, nicht wirklich umwerfend, aber er war eigentlich glücklich. Und dann passierte das wirklich Komische. Was machen die beiden eigentlich? Ja, keine Ahnung, was die machen. Ich werde mal auf dem kleinen Junior bleiben. Dann passiert das Komische. Eines Tages saß mein Sim ziemlich deprimiert auf der Couch. So ähnlich, wie das der Junior hier machen wollte. Aber er saß halt auf der Couch, aß sein Essen und war unheimlich traurig darüber, dass er so wenig Kontakte hatte, dass er noch nicht rausgegangen war, dass er keine Freunde hatte, so in der Richtung. Ich war einfach noch nicht dazu gekommen, beziehungsweise ich wusste nicht, worauf es eben im Programm ankommt, deswegen hatte ich ihn erstmal zu Hause gelassen, ein bisschen Bildung gemacht und so weiter und so fort. Und dann war mein Sim so traurig urplötzlich, dass er aufstand und tot umfiel. Ja, das ist wirklich passiert. Der war so lange hier zu traurig, ja, dass er am gebrochenen Herzen sozusagen starb und wirklich tot war. Dann kam der Tod, der große schwarze Kerl, Skelett oder so, mit der Sense, hat mein Sim abgeholt und dann war das Spiel zu Ende. Das war meine allererste Sim 4-Erfahrung. Und ich saß damals da und dachte, wollen die mich hier gerade veräppeln? Das gibt's ja gar nicht. Ich brauche also einen Backup-Sim, der meinem anderen Sim helfen kann, weil, das Witzige ist, den Tod kann man, wenn er kommt, soweit wie ich das weiß, zumindest bequatschen, so unter Motto, nein, nimm ihn nicht mit, bitte lass ihn hier. Aber das ging natürlich nicht, weil wie geht das, wenn man alleine ist? Deswegen habe ich beschlossen, okay, die zweite Familie, die ich gegründet habe, war keine Familie, aber es gab sozusagen einen Backup-Sim, es gab einen Sim, den ich hauptsächlich gespielt habe und einen Reserve-Sim, der zur Not eingreifen kann, falls der Haupt-Sim eben irgendwelche Probleme hatte. Da lief es dann aber wirklich flüssig, weil da wusste ich dann auch mittlerweile so ein bisschen, worauf es eigentlich ankam und dann brauchte ich eigentlich das gar nicht. Und aus dieser Sim-WG ist dann auch noch eine zweite Familie entstanden. Also da wurde dann ein Kind adoptiert und da wurde dann auch noch geheiratet und so weiter. Und dann wurde ausgegliedert, also das ausgezogen war und so weiter und so fort. Also deswegen, hier in den Sims habe ich schon einiges erlebt. Gute Sachen wie auch interessante und, naja, ich sag jetzt mal, nicht so gute Sachen, aber was soll's. Das gehört halt hier bei den Sims dazu. So, jetzt habe ich genug gequatscht, deswegen es wird geschlafen, Jungs und Mädels. Ihr habt lang genug am heutigen Tag viel erlebt oder auch nicht. Eigentlich ist ja nicht viel passiert, außer dass unser guter Friedrich auf dem Spielplatz war und einen neuen Freund kennengelernt hat.
wo ich mal sagen muss, das war gar nicht mehr so übel, dass er da war. Und tja, der Arbeitstag steht an. Cassandra muss demnächst mal zur Arbeit. Aber das ist dann erst in der zweiten Tageshälfte, sage ich jetzt mal, dran. Und was ist jetzt los? Okay, Junior ist wieder wach. Junior geht's gut, aber bevor der jetzt sich vor die Fernsehglotze klatscht, wird er natürlich erstmal einmal bitte auf die Toilette gehen und dann auch natürlich die Hygiene nicht vernachlässigen. Das sollte er auf keinen Fall. Ich mache das meistens so. Wenn die Sims einmal aufstehen, werden die auf Toilette und in die Dusche geschickt. Warum? Dann haben sie da das Problem nicht, denn beides reglementiert sich relativ schnell. Also kurzum, die Balken da unten, die man so hat für Hunger und Hygiene, die gehen relativ schnell runter. Und wenn das der Fall ist, ist es natürlich ganz, ganz, ganz blöd. Wenn man dann mitten in der Disco steht oder so weiter und so fort, dann ist der Sim demotiviert, dann kann er nicht mehr weiterarbeiten. So, oder weitermachen, was er auch immer gerade gemacht hat. Und ihr habt schon gehört, das Wort Disco, es gibt mittlerweile auch Discos, die man besuchen kann. Das ist mit Zeit für Freunde reingekommen, dass man Partys erstellen kann, beziehungsweise so eine Gruppengemeinschaften, die Interessen folgen. Also deswegen, das ist alles mittlerweile im Programm drin. So, und jetzt kann natürlich der liebe Kunibert hier mal auf die Toilette, in die Dusche. Natürlich steht jetzt Junior ein bisschen im Weg, aber der geht hoffentlich gleich raus. Achso, Junior. Junior kann ja mal die Hausarbeiten machen. Da ist er ja abgestorben. Okay, so. Und bei ihr machen wir das jetzt umgedreht. Sie wird ein Bad nehmen und anschließend auf Toilette gehen. Ich wollte hier noch andere Schuhe anziehen. Jedes Mal sehe ich das. Machen wir noch. Mach ich noch. Also, okay. Naja. Wird noch. Das wird noch. Ja, und der Junior da hinten, der kann mal die Hausarbeiten beenden. Wo ist er? So, da schreiben wir mal ein bisschen in das Hausarbeitenheft. Hat er von der Vorschule, also von der vorigen Schule, von der er gekommen ist, mitgebracht, die Hausarbeiten. Er arbeitet schon mal vor, ne? Ist immer gut, wenn man gleich so als Streber durchstarten kann. Er hat dann schon mal mehr Zeit, sich mit Freunden zu treffen, sich ein bisschen mit ja, seinen Mitschülern zu beschäftigen. Also deswegen, das funktioniert immer gut. Caterer engagieren ist ja auch cool, dass das mittlerweile geht. Aber nein, das möchten wir nicht. Wir warten natürlich ein bisschen, bis die ganzen Erwachsenen da fertig sind mit ihrer Körperhygiene. Ich kann ja mal ganz kurz ins Badezimmer switchen. Ich finde immer, hier an der Wand fehlt was. Da fehlt irgendeine Art von Bild oder Wandverzierung oder sowas. Ich kann ja mal gucken. Es läuft unter Deko. Ah nee, wir gehen mal über die Schaltfläche Badezimmer. Und da gucken wir uns mal die Deko an. Weil es gibt unterschiedliche Deko halt. Wie man sieht, es gibt auch neue. Die hat man halt auch jetzt erst nachgepatcht, beziehungsweise im Laufe der Zeit kann man hier so einen riesigen, den kenne ich wirklich noch nicht, einen riesigen Transformer. Der muss mit dem Kinder-Add-on dazugekommen sein. Genauso wie das. Das sind so für die Kinderchen halt. Nette Wandbilder. Hier ist halt mit Essen, ne? Deswegen auch dieses Logo mit der Gabel und dem Messer da oben. Das ist mit dem S-Add-on dazu gekommen, dass man da eben Wandverzierungen ranpappen kann.